Deutschland bereitet sich auf ein heftiges Orkantief vor. Sturm Sabine nämlich ist da im Anmarsch. Dieser Morgen beginnt turbulent, denn Sturmtief Sabine wütet bereits über Deutschland. Sabine tobt in Hessen. Sturmtief Sabine hält Europa in Atem. Die Einsatzkräfte sind auf Sturm Sabine vorbereitet. Ausgerechnet heute muss ich nach München fahren. Auf jeden Fall kommt in 22 Minuten mein Bus und ich muss noch packen, ich habe noch nichts gepackt. Ich fahre nur für eine Nacht nach München. Und trotzdem ist der Koffer einfach so schwer. Okay, ich muss los. Kurze Planänderung. Wir waren gerade am Bahnhof gewesen, am Hauptbahnhof. Da ist die Hölle ausgebrochen. Es ist so viel los. Die ganzen Züge wurden gestrichen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn steht still. Störungen, die wird es den gesamten Tag über geben. Wir nehmen jetzt einen Mietwagen und fahren mit dem Auto nach München. Wir sind mittlerweile in München angekommen. Wir haben jetzt schon fast 7:45 und hatten zum Glück nur einmal ganz kurz Stau, ansonsten nicht. Und dass wir jetzt mit dem Auto gefahren sind, hat einen ganz entscheidenden Vorteil für mich. Ich kann nämlich jetzt nochmal eine Runde trainieren gehen. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal erzählt, warum wir eigentlich überhaupt hier in München sind. Wir haben morgen einen Workshop in Unterföhring. Wir werden einige Sachen besprechen und dann geht es uns für uns morgen wieder schon direkt zurück nach Frankfurt. Deswegen will ich jetzt einfach nochmal die Zeit nutzen. Ich bin mal gespannt auf morgen, weil ich die ganzen anderen Kollegen noch kennenlerne, die hier nämlich am Standort in München arbeiten. Zumindest den Kontakt, den ich mit den Kollegen bisher hatte und noch mit denen in München, war wirklich perfekt. Also ein richtig cooles Team, es macht richtig Spaß hier zu arbeiten. Und ja, freue mich echt wahnsinnig auf morgen. Warum springt er denn jetzt nicht an? Oh, ich glaube, der war die ganze Zeit schon an. Okay, krass, aber einfach so leise. Das war einfach die ganze Zeit schon an. Ich habe es einfach die ganze Zeit an und ausgemacht und habe mich einfach als gewundert, okay, warum springt das Auto nicht an? Dabei war es einfach schon an. Genau, das ist der Grund, warum ich morgens trainieren gehe. Es ist einfach 10:30 und es ist immer noch komplett voll. Ich will gar nicht wissen, wie es hier aussah, vorhin um 5 oder um 6 ist es bestimmt noch voller. Wir haben jetzt mittlerweile schon 12 Uhr. Jetzt kann auch die Daten übertragen, weil das Video jetzt noch schneiden, damit es morgen online kommt. Sehr wahrscheinlich wird das eine kurze Nacht. Und ich habe sogar ernsthaft überlegt, morgen früh noch joggen zu gehen.